Wurf 15 des Wassergrabens. Vorhin schauen wir uns das Ganze mit der ersten Teilnehmerin an, Justine Tebbel. Justine legt mit Lightstar vor. Um das Pulvermann herum. Nummer 11, auch das ähnlich wie im Umlauf. Jetzt heißt es aber rechte Hand, dass es weitergeht. Dieser Sprung jetzt hier ist 9, Sprung 14, Plankensprung 1, 2, 3. 8 Galoppsprünge dann hin zu dieser Kombination. Und dann geht es hin zum Schlusssprung. Wie gesagt, neuer Sprung versteckt sich da hinten so ein bisschen. Und Nummer 15 ideal vorgelegt. 43. 1,3 Sekunden benötigt, alles richtig gemacht, da Strafung frei geblieben. Stine, Justine Tebbel bleibt mit Lightstar nicht nur Strafung frei, sondern hat wirklich eine tolle Runde vorgelegt, an der garantiert sich einige so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen. Also einige versuchen, die schneller zu werden oder schneller zu sein dann als Justine.